Hallihallo, Hallöchen. Da habe ich doch letzte Folge echt vergessen, das Endbild hier einzublenden. Das hier. Nee, nee, nee. Keine Ordnung, der Typ. Ah ja, was soll's. So, weiter geht's. Frisch ans Werk. So, guck mal, da hinten ist doch schon viel Sand. Sieht doch gut aus. Da brauchen wir gar nicht im Wasser rumbuddeln. Guckt euch das an hier. Ah, ja, war schön viel zum Abtragen. Easy. Wie laut diese Geräusche immer sind hier. Ist ja schön. Ist aber schon eine geile Gegend, ne? Mit den ganzen Blumen und alles. Und die erste Schippe ist kaputt. Das ging ja schnell. Ich war ja kurzzeitig noch am Überlegen, ob wir auch gleich in die Tiefe buddeln, aber ganz ehrlich, so viel Sand, wie wir jetzt schon bekommen haben, ich glaube, das reicht eigentlich vollkommen aus. Easy. Na komm hier, ich tupfe dich mal direkt wieder zu. Damit sie nicht aussieht wie bei armen Leuten. Aber mehr als 5 Stacks. Ist doch geil. Bis wir die ganze Kacke noch einschmelzen und dann ich wünsche mal, dass das Glas auch einigermaßen gut aussieht. Ist ja auch immer noch so eine Gefahr, ne? Ja, komm. Hier, whatever. Achso, ich brauche nur noch Kohle. Wir haben noch immer hier eine Tür. Ah, ja. Reiner mit dir. So, was haben wir noch so? Irgendwas, was wir verbrennen können? Nee, ne? Ah, ja. Nehmen wir doch die gute Kohle. Wow, hat ja. Ach nee, stimmt, das war ja bei MyTest, wo Türen und sowas so extrem lange halten, ne? War gar nicht bei meinem Klon. Ah, egal. So. Und sind es hier genau 8 Stück wahrscheinlich wieder? Ungefähr so. Perfekt. Selbst für Glas kriegen wir Experience. Ist ja nice. So. Während der Ofen da vor sich hin blubbert, können wir hier schon mal wieder ein bisschen Ernte einfahren. Sollten jetzt auch die Samen dafür fürs gesamte Beet reichen. Ja, siehst du, jetzt haben wir hier fast 3 Stacks. Das sollte
Das sollte jetzt aber wirklich reichen, oder? Perfekt. Einmal das gesamte Beet gepflanzt. Krass korrekt. So. Ja. Weg. Und weg und weg. Und dann. Gott, wie langsam ist denn das bitte? Alter, ich brauche wirklich noch jetzt noch ein paar Öfen. Dann können wir die schon mal nehmen und schon mal hier ein bisschen. Kann man, gibt es hier diese Pain, diese Pain in the Ass? Ja, gibt es. 16 Stück, das sieht doch gut aus. Dann machen wir das mal. Reicht genau für zweimal. Ja, sieht gut aus. Besser als Glasblöcke auf jeden Fall. Das müssen wir natürlich hier wieder schön balancieren. Hey, hallo? Ach, mein steht schon wieder drin, oder was? So. Das wird schnieker aussehen. Oh Gott. Holy shit. Diese komischen Kollisionsboxen sind aber auch Katastrophe hier beim Platzieren. Ja, das Bett kommt dann später wieder weg. Das kommt dann wahrscheinlich. Wir müssen sowieso gucken, wie wir unser Haus bauen. Ne? Von der. Ob wir hier so ein. Ja, so ein Spitzdach wieder drauf zimmern. Weil, wenn ja, dann können wir nämlich hier drauf wieder so eine kleine Fläche machen und da drauf dann das Bett packen. Oder ob wir sagen, nee, wir bauen von vornherein zwar ein flaches Dach, dafür aber zwei Etagen. Zwei Etagen wäre schon geil. Bräuchten wir aber hier noch irgendwo einen Bereich für eine Treppe. Andererseits würde sich hier so ein Bereich so gut anbieten für eine Treppe, ne? Also wäre jetzt nicht das Problem schlechthin. Können wir noch die Tür ein bisschen verrücken? Doch, das klingt doch gut. Klingt doch noch, okay, machen wir doch zwei Etagen. Klingt doch noch ein Plan. Brauchen wir aber halt noch viel mehr Holz. Ah, guck mal hier. Ist auch wieder so ein großer Baum geworden. Das heißt, man kann selber auch, also auch wenn man selber pflanzt, werden auch dabei so eine großen Bäume. Kommen dabei auch solche großen Bäume bei raus. So. Gott, was ist heute bei mir los, Alter? Ich habe heute den ganzen Tag programmiert. Ich glaube, mein Hirn ist einfach Matsch. So. Für die es interessiert, ich bin gerade dabei, ich habe so ein Entwicklerboard, so ein MyAVR MK3. Und da bin ich gerade dabei, so ein naja, Betriebssystem für zu programmieren. Also wirklich richtig, dass man quasi ein Grundsystem hat, das eine virtuelle Konsole zur Verfügung stellt. Und eine Eingabeaufforderung, sodass man dann wirklich da Befehle eingeben kann und dann richtig mit Dateisystemunterstützung, sodass das Ding hat einen SD-Karten-Slot, dass man da quasi auch eine SD-Karte reinzimmern kann und da dann wirklich richtig auf Dateien zugreifen kann, halt also Texte bearbeiten, Schwarz-Weiß-Bitmaps öffnen und bearbeiten und sowas alles. Ich glaube, da ein bisschen rumzuspielen, weil ich auf Arbeit eh nichts Besseres zu tun habe. Ist halt so. ja, und
war ich heute sehr produktiv. Aber scheinbar ist mein Hirn doch ganz schön matschig geworden dabei. So, machen wir die Familie auch weg. Stell die eh nur. Ich mache hier alle Bäume weg. Hatte ich die Blätter hier nicht entfernt gehabt? Bin ich dumm oder was? Ah. Machen wir es halt jetzt. So. Tja, wir können mal gucken, ob man mit den Stöckern hier was machen kann, ob man daraus wieder Holz gewinnen kann. So Holzplanken. Weil es ist ja jetzt ist ja doch ganz schön viele Stöcker, die wir hier einsammeln. Wir haben ja mittlerweile irgendwie 3 Stacks oder sowas an Stöckern. Ist ja. Die muss man doch für irgendwas verwenden können. Ne? Ich bin aber auch hier echt so ein richtiger Sinner, weißt du? Ich hacke den halben Urwald ab. Ich bringe die ganze Zeit irgendwelche Tiere um. Alle Leute auf der Welt hassen mich. Alle Veganer, alle Umweltschützer, alle hassen mich. Das ist jetzt noch ein Schwein. Komm her. We need more Fleisch. Nice. So, die Großbäume sehen schon echt geil aus, ne? Kann man schon echt so sagen, kann man schon. Schnieke, echt Schnieke. Ohne Bäume sieht es so richtig kahl aus. Holy shit. Da ist ein Stock. So. Schön freie Fläche. Können wir direkt Hotels drauf bauen. Dann pflanzen wir hier wieder ein paar Bäume ein. Was ist hier los? Oh doch. Ist weit genug vom Gebäude entfernt. Einfach mal. Ja, für mich ist das Gefühl, dass die Bäume ein bisschen zu nah beieinander stehen, oder? Na, egal. Wird schon. So, hier können die Bäume ruhig ein bisschen näher stehen.
Denn hier, dadurch, dass hier so eine, ne, so eine, die diese Holzwand ist, passt das von der Atmosphäre her, wenn es hier ein bisschen bebauter ist, ganz gut. Finde ich jetzt einfach mal so. Ah, nee, der vielleicht nicht unbedingt. Der wäre doch ein bisschen zu viel. Es wird schon wieder dunkel hier, was ist denn los? Siblings! Let's Zeppelin! Gott, da hat er viele Bäume. Ups, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Kann das sein? Oh, siehst du, die ganzen Umweltschützer, die mich jetzt gehasst haben, weil ich alles abgeholzt habe, die werden mich jetzt lieben, weil ich viel zu viel aufgebaut habe. Easy. So macht man sich Freunde. Das muss jetzt aber reichen. Also, wenn das nicht zu viel ist, dann weiß ich auch nicht. Sie müssen anhalten, bevor sie schlafen gehen. Ich glaub's ja. Ich springe mir auch um ins Bett. Ist ja hier. Dreicher drin oder was? So, was ist hier? Weg, 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 weg. Da. Ist genau. Ich hab doch hier, das ist doch falsch. Das kommt auch mit zu Holz. So. Und dann haben wir hier ein bisschen Nahrung. Nice. Können wir irgendwann mal richtig den Grill anschmeißen hier? Wie sieht's denn hier aus? Ah, geht. Machen wir zwei hier. Ach komm, Rinder. So, dann schau mal. Glas. Achso, halt. Muss ich erstmal zu diesen Panels da umarbeiten. So. Anvisieren hier. Stimmt, hier muss man ja richtig aufpassen, wo man das Glas nicht zurückbekommt. Boah, Alter, was für Riesenbäume! Holy moly! Vor allem, wie schnell die wachsen. Holy moly! Okay, das waren definitiv zu viele Bäume. Die Hälfte ist nicht mal gewachsen. Ach du Kacke. Ja, ich glaube, da können wir doch nochmal eine Runde Holz ernten gehen. Das wird so nicht für die Ewigkeit bleiben. Für die Ewigkeit bleiben können. So, Gott. Dafür sind einfach zu viele Bäume. Und ein paar abholzen geht leider auch nicht, weil, also würde gehen. Das Problem ist, so nah wie die beieinander stehen, sollte ich einen automatisiert abholze, wird eh alles abgeholzt. Also, pff. So. Mit dem Fenster sieht nicht so geil aus. Weil die einfach, die haben zu viel Weiß. Na egal. Ist jetzt gar keine Fenster. So. So, jetzt sind wir schon mal für Monstern, also Creep und sowas geschützt. Außer man lässt die Tür offen stehen. Mit dir und zu mit dir. Sehr nice. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Ich würde jetzt da drüber nicht direkt das Dach machen. Weil das dann zu beengt aussieht. Oh, ich habe eine Idee. Ich mache das, was ich schon mal gebaut habe. Und zwar machen wir 3,5 hoch. Das heißt, wir machen die oberste Schicht so Slabs.
Da haben wir nämlich auch gleich einen Boden für das Dach da drüber. Was? Boden, nein, Dach für den Boden da drüber, so rum. Ja, das macht voll Sinn. Aus welchem Material machen wir denn die Slabs? Alles Holz wäre zwar möglich, aber ganz ehrlich, würde das gut aussehen, wenn hier alles Holz ist? Wir machen es mal erstmal. Ich meine, Holz haben wir ja zum Glück mehr als genug und Holz kann man ja zum Glück, also die ganzen Slabs kann man ja auch kombinieren. Glasholz. Das heißt, wenn es doch so sehr auf den Sack gehen sollte, von die Optik her, kann man es ja, soweit ich weiß. Na super. Nee, kann man nicht. Nee, kann man nicht. Ja gut, dann müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Apropos, siehst du, ich wollte mal gucken, wie ein Holzstöckern, ob man die hier verwenden kann. Um daraus Planken zu machen. Natürlich nicht. Ach, scheiße, immer dann. Ja gut, dann haben wir jetzt halt zigtausend Millionen Milliarden Stöcker. Ist halt so. Okay. Kannst du nichts mehr machen. Haben wir Erde? Ich habe so viele Kisten. ich mache mal ganz kurz hier ein bisschen Erde hin. So ungefähr. Dann sind wir hier noch eine Etage drauf. Das ist zu wenig Holz, aber egal, wir können hier noch ein bisschen was machen. Scheiße, was dann? So, Glas haben wir natürlich auch viel zu wenig dabei. Ach, scheiße. Das sollte reichen. Nie im Leben. Obwohl, ich brauche 24. Haben wir noch. Nee, weiß nicht. So. Nicey Daisy. Da müssen wir natürlich hier gucken mit dem Fenster, ob wir das so lassen von der Höhe her oder ob wir es doch eins höher machen oder. Also. Ob wir es eins höher verschieben oder eins höher vergrößern. Ja, mal gucken. Oh, Alter. Balanciert auf höchstem Niveau hier. Scheiße. So. Na, sieht gut aus. Scheiße. Wie viel Holz habe ich jetzt? Ich habe nur die meinen Stacks, ne? Okay, könnte ein bisschen wenig werden. Aber ich würde mich hier oben gerne auch gleich diesen Holzrand ziehen, diesen Holzstammrand. Ja. Da können wir nämlich direkt mit der nächsten Etage schon anfangen. Sollen wir mal gucken. So, das heißt, das Dach soll jetzt so mit in Spitz werden. Das heißt, ich müsste hier links und rechts die Dinger lang bauen. Achso, dachte gerade schon, die bleiben da jetzt so. Was ist geschehen?
für den Leben was. Doch, wird das. Sehr schön. So, hier jetzt. So. Hey, Holz reicht sogar. Nice. Ganz schön breit. Ich glaube, ich mache noch so einen Zwischenpfosten rein. Ja, das war jetzt voll intelligent. Egal, das wird eh nicht. Ha. So. Aua. Hä? Oh, scheiß Bett, Alter. Springe den jetzt mal dreimal rum. Schau ich gleich. Achso. Ja, super. So. Schnieke. Kann man hier gleich mal Holz reinklatschen? So. Ah, sieht gut aus. Sieht doch alles sehr gut aus. Ah. Weißt du was? Der Optik wegen Willen. Wobei, macht das Sinn? Von unten sieht man es eh nicht, weil da ja noch Holzklötze drunter kommen. Man würde es also nur von oben sehen als Fußboden. Soll man es da sehen, ist jetzt die Frage. Oder eher nicht so. Das hätte ich mir vielleicht mal überlegen sollen, bevor ich das ganze Zeug angeklatscht habe. Ich sag mal eher nein. Also alles ja. Doch, komm jetzt. Die Dinger hier können weg. Dann musst du leider auch. Nee, musst du nicht. Ach komm. Schwupps. Schwupps. Muss sowieso gucken, ob man die denn hier auch später überhaupt sieht. Weil hier sieht die Sonne später das Dach drüber. Ich glaube, da sieht man die Dinger hier später auch gar nicht, ne? Doch, sieht man. Doch, klar, man sieht sie. Und zwar an den Stellen hier. Hier sieht man sie. Und daher. Das ist nur, was ich da verschwendet habe. Egal, drauf geschissen. So, dann brauchen wir jetzt also hier eine solide Holzdecke drin. Das ist natürlich mit Flugmodus ganz geil. Jetzt müssen wir es natürlich so machen. Ich mache erstmal hier ein paar Querstreben. Ich schon mein Holz. So. So. Und so. Und dann machen wir mal nächste Folge das Dach.
Das wird gut. Von daher, man sieht sich. Warum mache ich eigentlich immer zweimal die Statistik auf? Was soll das? Ich habe hier einmal Statistik. Ich habe hier einmal Statistik. Jetzt ist ja eine Statistik weg. OBS, was willst du von mir? Warum diese? Ah, ist ja auch egal. Jetzt ist er wieder da. Ich habe keine Ahnung. Einmal Statistik reicht. OBS, mach mich nicht gaga. Du kommst noch da. Oh. Okay, Feierabend. Tschüss.